Was geht ab, Leute? Longbeef wieder am Start. Damit willkommen zu einem weiteren Part Call of Duty Modern Warfare 3 Zombies. Ja, im Part 1 habe ich diese Gegenstände hier exfiltriert. Und ich habe euch ja gesagt, ich möchte euch jetzt Step by Step mit zu Akt 4 führen, beziehungsweise zu Max Level mit meinem zweiten Account. Und ja, ich habe mich jetzt für die MCW entschieden. Einmal ist die WSB-Swarm weg und zweitens habe ich dann doch schon bemerkt im ersten Video, dass die WSB-Swarm zu Beginn doch nicht so gut ist. Also tatsächlich tendiere ich doch schon eher zu Sturmgewehr und LMG für den Anfang, anstatt die WSB-Swarm, weil die WSB-Swarm als Einzelwaffe an sich ja keinen Sinn macht, nicht gut ist. Deswegen muss ich mich daher mal korrigieren. Wer dennoch meint, die WSB-Swarm ist gut, dann gerne weiter nutzen. Okay, ich habe das letzte Mal auch Kasimir rausgenommen. Claim habe ich inzwischen freigeschaltet. Ich bin Level 9, also ich habe 9 Level in einer Runde gemacht. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch XP-Token, 15 Minuten, die werde ich auch gleich reinhauen. Und ja, dann habe ich tote Leitung hier drin. Gucke ich mal eben, was ich für die Mission jetzt noch so machen muss. 25 Beutedepots öffnen, 30 Zombies, indem du sie überfährst, ein Fahrzeugreifen reparieren, das ist ja easy. Wandkaufwaffe kaufen, das hört sich auch gar nicht mal so schlecht an. Ja, dann auch 50 Zombies töten. Pack a Punch, okay. Stufe 1. Die Frage ist, gilt das jetzt auch gleich, wenn ich mein Kristall benutze? Das mache ich gleich. Mysteriöse Küste. Also die Missionen sind hier tatsächlich fortlaufend, was richtig geil ist. Heißt also, ich kann theoretisch in einer Runde alle Missionen erfüllen. Was bekomme ich denn so alles? Belohnung, Stehvermögen, Dose, Errungenschaft, okay, ETA-Werkzeug, okay, okay, okay. Also noch nichts Besonderes, so großartig. Aber wie gesagt, das ist geil, dass ich das in einer Runde machen kann. Jetzt muss ich mich nur entscheiden, möchte ich jetzt in dieser Runde nochmal extremst farmen und gute Gegenstände mit rausnehmen oder kloppe ich alle Missionen durch? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich mache das spontan. So, ich bin jetzt in-game und lustigerweise habe ich den gleichen Spawn wie in Part 1 auch. Aber ja gut, dann packe ich mal alles direkt drauf. Die eine Mission mit Pack-a-Punch, die muss ich so oder so machen. Das mache ich dann, wenn ich die Wandkaufwaffe kaufe. Die werde ich dann einfach punchen. Ist ja nur Stufe 1, kostet nur 5000. Ist ja gar kein Thema. Deswegen werde ich jetzt erstmal gucken, dass ich mir einen Fahrbahnuntersatz besorge. Und anschließend versuche ich dann erstmal die erste Mission zu machen, in Verbindung mit Aufträgen auf jeden Fall. Also ich werde einen Auftrag machen, direkt markiere in Zone 2. Ja, der hat einen Wehrsänger. Ich hoffe nicht, dass er mir die Karre jetzt wegnimmt. Der Kamerad. Dafür hat er doch einen Wehrsänger. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, komm, nimm mich mal mit. Wechsel das Magazin. Okay. Naja. Nee. Hat er mich jetzt hier rausgeschmissen. Ich nehme hier erstmal alles mit. Ich laufe. Da frage ich mich erstmal, wozu hat man eigentlich einen Wehrsänger, wenn man sowieso das Auto nimmt? Klar, mit einem Auto ist man hier und da ein bisschen schneller. Aber sobald man richtig Highground hat, es ist, also bin ich der Meinung, ist man mit einem Wehrsänger genauso schnell. Tja. Oh, Legacy ist hier. Das ist ganz schlecht. Da will ich eigentlich nicht so nah dran. Weil der Kampfhelikopter, der erscheint nämlich auch wirklich sehr, sehr schnell. Also, hier hätten wir eine Wandkaufwaffe. Aber, ja. Kann ich noch nichts mit anfangen. Ja, geil, der Auftrag ist natürlich in Legacy Fort. Oder unten. Ich glaube, das ist tatsächlich hier oben. Das ist ja richtig asozial gemacht. Oh Mann. Oh Mann. Also ja viel zu zeitaufwendig. Viel zu zeitaufwendig. Definitiv. Dann kann man hier unten den Auftrag lieber annehmen. Oh, der Kampfheli. Gib Vollgas. Bam, durch die Tür durch. So, oh. Junge. Gut, annehmen. Ich brauche noch einen großen Rucksack. Auf jeden Fall. Depots weiter plündern.
Markierung. Das ist das Januar-Motiv im Kalender der meistgesuchte Monster. Töten Sie es! Ja, das kann man mal mitnehmen, ein bisschen Kohle und so machen. Mal alles öffnen hier. Alles, was so auf dem Weg ist, alles so nebenbei machen. Dadurch, dass meine Waffe jetzt auch Stufe 2 ist, beziehungsweise Pack-a-Punch 2 und episches Ether-Werkzeug hat, ist das natürlich in Zone 2 jetzt ein Klacks. Das ist alles gar kein Thema. Und ich bin auch gespannt, wie viele Baupläne ich jetzt am Ende rausnehmen werde und ob ich alles wirklich finde, das, was ich finden möchte. Auf jeden Fall einen großen Rucksack und ja, weiß ich nicht. Baupläne, Pack-a-Punch 2 wäre natürlich cool, das müsste ich aber in Zone 3 machen. Eins würde mir auf jeden Fall schon reichen. Selfie. Pack-a-Punch 1. Nehmen wir mit. Dann kann ich das gleich mal mit dem Kristall probieren, weil ich weiß das nämlich gar nicht mehr. Das ist bei mir jetzt schon ein bisschen länger her mit der ganzen Mission. Ob das ausreicht, jetzt Pack-a-Punch 1 einfach drauf zu hauen und das zählt dann für die Waffe. Wie viele Depots muss ich denn noch öffnen? 15. Okay. Na gut, dann kann ich hier erstmal die Festung vielleicht mal mitnehmen. Also ich grinde jetzt nicht hart irgendwie so nach Aufträgen. Ich mache das alles ganz entspannt. Ich denke mal, dieses Hard-Grinden, das werdet ihr bei mir eher im Stream sehen. Deswegen, wer es noch nicht gemacht hat, gerne Like und Abo lassen und die Streams vor allem nicht verpassen. Das ist ganz wichtig. Ah, deine Ecke geben wir nicht. Genau deswegen. Oh, ist knapp. Ganz knappe Geschichte hier, Kollegen. Okay. So, erledigt. Trotzdem muss ich erstmal alles safe machen hier. Sehr schön. Maximale Munition. Nochmal ein Deadbolt. Explosivmuni finde ich besser. Depots öffnen, Depots öffnen, Depots öffnen. Habe ich gemacht, habe ich gemacht. Platen, auf jeden Fall. Das vergisst man irgendwie sehr gerne. Deswegen ist der Schaden auch so unheimlich hoch. Ah ja, stimmt. Man kriegt ja jetzt ab sofort immer wieder eine Meldung, wenn man einen Fortschritt hat bei seiner Mission. Das finde ich auch richtig cool gemacht. Jetzt schaue ich mal eben, weil ich habe einen Ätheres hier, aber ich habe auch einen Lieferauftrag. Den nehme ich auf jeden Fall auch noch an. Gut, Lieferauftrag. Da sind aber auch wieder viele, die ich plündern kann. Dafür müssen die Zombies aber weg sein. Mein Gott, was ist denn hier los? Seit wann sitzen in Zone 2 so viele Zombies? So, 4 nur noch. Ich denke mal, da drüben im Haus sollten die letzten 4 sein. Dann haben wir schon mal die erste Mission von Akt 1 abgeschlossen, beziehungsweise die zweite ja insgesamt. Und gehört das auch dazu? Ich weiß es gar nicht. Ja, sehr schön. Okay, nächster Auftrag. 30 Zombies, indem ich sie überfahre. Perfekt. Ich fahre jetzt eh mit dem JLTV los. Und Fahrzeuggreifen auch noch reparieren. Kein Thema. Kriegen wir hin. Mit dem Überfahren weiß ich nicht, ob wir das hinbekommen.
Denn der JLTV, der bekommt so schon hin und wieder mal Schaden vom Kampfheli. Da wäre es vielleicht ein kontraproduktiv, mit dem JLTV die Mission zu machen. Ich probiere es aber trotzdem einfach mal so. Aber ich glaube, 30 Zombies ist nicht drin. Bis dahin ist, glaube ich, die Karre komplett im Arsch. Wenn dann vielleicht in Zone 1. Ja. Kann sogar sein, dass 30 Zombies das Maximale sind. Wer weiß. Ich war natürlich wieder ganz blöd. Oh, oh, oh. Können wir ein paar mehr Zombies hier auf der Straße bitte spawnen? Beziehungsweise hier auf der Gleise? Wäre für mich auf jeden Fall einfacher. Essenz da oben. Leider muss ich weiterfahren. Anhalten kann man ja nicht mit dem JLTV, weil sonst ist das Ding ein Ratze. Ratzi. Ratze, Fatze. Fatze, Matze. Im Arsch. Oh. Ja, doch, warte mal. Nee, 30 kriege ich nicht hin, oder? Die alle jetzt noch? Ja, komm. Wie viel habe ich? 22. 23? Komm, gib mir noch irgendwas. Ah, Zombies, ne? Das keine, ihr seid keine Zombies. Nee, nee. Euch will ich gar nicht. Euch will ich gar nicht. Wollen wir denn die nächste Mission? Ja gut, theoretisch kann ich das mit dieser Mission auch weitermachen. Macht auf jeden Fall Sinn. Okay, let's go. Zurück zur Tankstelle. So. Aufmachen. Rein und einfach abbauen. Ja, die Fläche, die reicht wirklich gerade so aus, um mit dem JLTV wieder einmal zu wenden, ne? Der Wendekreis ist ja der Hammer. Okay, warte mal. Ist das da oben? Ja. Ja, sicher. Oder? Natürlich. Theoretisch müsste ich auf die Autobahn. Oder ich fahre da hinten den Berg einfach hoch. Ich fahre den Berg da einfach hoch. Egal. So, jetzt brauche ich noch ein paar Zombies. Was ist los? 7 Stück nur noch. 7 Zombies. Um. Das war noch mehr. 4 nur noch. Eins, zwei. Oi, 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 oi. Zwei noch. Oh, warte mal, wie bin ich sonst immer hier hochgefahren? Hier lang. Ja, die letzten Zombies hole ich jetzt am Abholpunkt. Und dann kann ich den Reifen erstmal zerschießen und dann wieder reparieren. Dann ist die nächste Mission erledigt. So. Ich lade nach. Gut gemacht. Selfie. Um in Romford Taxi zu fahren. Mach mich mal mit. Ja, moin, ja, moin, ja, moin. Zufallsextra. Ja, dann. Hey, das ist der eine, der einfach so unterwegs war. Nee, danke. Nee, danke. Nee, danke. Markiere Auftrag. Nee. Also ich finde das alles so nett und sowas, aber ich würde eigentlich gerne, ja, ganz normal spielen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich an Kohle so hatte. Ich packe einfach alles raus. Ich fange wieder von vorne einfach an. So. Ich brauche ja im Endeffekt ja nur 10.000. 5.000 wie die Bandwaffe und 5.000 für Packer Punch 1. Da wäre jetzt zum Beispiel die Mission. Hier hätte ich auch eine Bandwaffe. Oh, egal. Hätte ich alles jetzt machen können. Aber da ich jetzt nicht weiß, wie viel ich am Ende jetzt hatte, ja, fange ich nochmal von vorne an. Langsam Läufer nähern sich euch. Trefft sie zwischen ihren leuchtenden Augen.
kommt jetzt wieder. Oh, Bonuspunkte sind ganz gut. Na, Aether Kling ist natürlich auch am Start und so. Ja, und das sind dann so Spieler wie ich, die schon längst durch sind und nicht mehr wissen, was sie machen sollen und anderen Spielern einfach dann Geld droppen oder, ja. Aber ich muss sagen, ohne diese Hilfe macht es jetzt aktuell noch mehr Spaß. Definitiv. Also wer sagt, dass das Spaß macht, sich alles droppen zu lassen und ja, nee, also nee, das ist gelogen. Da müsst ihr euch mal vielleicht mal doch mal einen neuen Account nochmal machen und mal wieder von vorne anfangen und alles machen, ohne euch irgendwie helfen zu lassen. Denn das ist nochmal ein ganz anderes Spielerlebnis. Das macht ihm wieder Spaß, dieses darauf hoffen, dass wenn man Aufträge macht, dass legendäre Baupläne einfach rauskommen. Das ist halt so ein bisschen, ja, hat so einen Glücksspielcharakter irgendwie. Geil ist, mit dem Account kann ich auch Ranked spielen. MCW bin ich jetzt auch gleich am Leveln. Sehr schön. Jo, okay. Ah, fast genug Geld. Habe ich irgendwas zum Verkaufen? 200, reicht nicht aus. Aber ich kann hier looten. Ich kann ja mal gucken, was es hier so gibt. Vielleicht liegt ja irgendwo noch ein bisschen Geld rum. Aber es sieht alles so gelootet aus. Warte mal, da ist das Auto. Ja, ah! Hier oben. So. Ja gut, das kriege ich so zusammen. Mal jetzt, wenn ich die Zombies umballer. Deadbolt kann man eigentlich auch. Ja, ich wollte mir das eigentlich für Zone 3 lassen, aber egal. Gut, dann schauen wir mal erstmal, was das für eine Waffe ist. Natürlich macht es Sinn, eigentlich eine legendäre Waffe zu holen und die dann zu punchen, anstatt jetzt hier zu schauen. Ich gehe mal Zone 3 rüber. Und da hinten eine Waffe. Ich hoffe nur, dass es auf Anhieb eine gute Waffe ist, dass ich so, sofort aus Zone 3 wieder raus kann. Ich werde das auf jeden Fall überleben. Dank meiner drei Plattenweste. Das Problem sind einfach auch die Höllen. Das Problem sind einfach die Höllenhunde, die super schnell sind und die, ja, auf Dauer dann doch schon guten Schaden machen. Können natürlich auch mit einem Auto reinfahren. Habe ich hier ein Auto irgendwo? Ja, hier drüben. Fahrzeug markiert. Da muss ich ja so oder so rüber. Die Waffe, die kann dann weg. Ich hier entlang. Ja, perfekt. Ja, guck, 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 guck. Jetzt aber schnell Vollgas geben, bevor die Karre gleich komplett Matsche ist. Das ist hier super eklig in Zone 3, finde ich. Dass die Karren einfach so schnell kaputt gehen. Ja. Scheiß drauf. Oh. Ich steig wieder ins Auto ein, glaube ich. Rückwärtsgang. Oh, jetzt muss ich einfach nur raus. Einfach nur raus, einfach nur raus, einfach nur raus. Ich habe keinen Bock zu laufen. Ich habe keinen Bock zu laufen. Ich muss laufen. Oh, ne, hier oben steht noch ein Auto. Aber bestimmt richtig beschissen geparkt. Ich habe noch die Zipline. Ah, guck. Perfekt. Oh nein. Ich kann kein Auto fahren. Oh nein. Oh nein! Okay. Sehr gut. Dazwischen komme ich auch. Die Dinger, die kann man übrigens nicht umfahren. Hier wurde auch schon alles gelootet. So, jetzt habe ich eine Wandkaufwaffe.
Und ich habe hier direkt einen HRZ-Auftrag, was super schön ist. Werde ich natürlich sofort annehmen. Denn ich brauche natürlich auch legendäre Baupläne. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Erstmal die Karre reparieren. Wenn wir schon hier an der Tanke sind. So ein bisschen zumindest. Ja. Hat eigentlich nichts gebracht. Egal. Ich fahre jetzt erstmal hoch. Was haben wir denn überhaupt? Mangler. Pass es hier auf. Das HRZ kann sie vermutlich schon riechen. Oh Mann. Oh Mann. So. Ich konnte gar nichts machen. Und ich war noch nicht mal zu irgendeiner Ecke oder sowas. So, jetzt. Was kriege ich dafür? Ja, sauber. An sich nichts Besonderes. Eine Dreischusswaffe. Ist das eklig. Na gut, theoretisch kann ich diesen Auftrag auch in Zone 1 machen. Aber da ich ja sowieso Mission machen möchte, macht das jetzt gar keinen Sinn. Wobei in Zone 1 könnte ich natürlich auch so ein paar Dinge farmen, aber ja, ich hoffe, ich habe halt so die Hoffnung, dass ich hier in Zone 2 alles soweit finde, was ich brauche. Holen Sie sich die Lieferung. Ich will diese Terminus-Waffen. Ach guck, ist hier direkt nebenan hier. Ja, sauber. Da drin wartet ein vollbeladener Terminus. Jo, sehr geil. Und losgefahren. So, da hinten also. Wie viel muss ich denn noch töten? Okay, 50 insgesamt. Ja, dann sollte ich vielleicht mal irgendwie zu einem... Doch, vielleicht kurz mal zu einem Excel oder was fahren, damit das zügigst mal eben geht. Noch ein Konvoi. Wow. Schade, dass ich die Mission noch nicht drin habe. Ich weiß noch, anfangs habe ich nach Konvois gesucht, ey. Das hat 10 Jahre gedauert. Und inzwischen, ja, kommen die einfach einem so entgegen. Krass. Okay. Ich muss weiter ein paar Zombies töten. Ja, die schießen schon auf mich. Die Söhne. Hier irgendwo. Ja, da hinten ist ein Exfil. Ja, komm, ich fahr da mal eben hin. Dann habe ich das mit dem 50 erledigt. Dann geht das nämlich schneller. 22 Minuten nur noch. Also Baupläne. Bier gefunden habe ich jetzt nicht. Ether-Werkzeug ist auch nicht so cool. Vielleicht gehe ich dann doch noch mal eben in Zone 3 rein und loote einfach nur und mache keine Mission. Das wird dann einfach nur ein ganz schnelles Sprinten, ganz schnelles Looten und wieder raus da sein. Mehr wird da nicht gehen. Aber wobei doch mit, ja, MCW, episches Ether-Werkzeug, da geht was, aber... Ja, noch nicht genug. So, da das Geld nehme ich auf jeden Fall mal mit. Am
Auch mal ganz entspannt hier einfach zu stehen und einfach ein paar Zombies umzuballern. Also mich beruhigt es gerade, muss ich sagen. Bin das ganz entspannt. Wie viel haben wir denn jetzt inzwischen? Ach ja, moin. Ich mach das die ganze Zeit mit meiner eigenen Waffe. Das ist gar nicht die Wandkampfwaffe. Oh, Junge. Und ich so, boah, krass, wie gut und wie schnell. Also sobald der Axel weg ist, ist hier wirklich gar nichts mehr los, ne? Also es spawnt ja gar nichts mehr. Das ist ja krass. Okay. Das sind ja nur noch 20, die ich brauche. Dadurch, dass ich jetzt ein bisschen Zeit verloren habe, weil ich mit der MCW alles niedergeballert habe, anstatt mit der Wandkampfwaffe, habe ich ein bisschen Zeit verloren. Aber nur minimal. Passt. Schauen wir mal, was hier so drin ist. Bullshit. Leider, leider, leider. Leider, leider, leider. Gut, hier kommen ja auch noch genügend Zombies auf dem Weg zum Riss. 10 nur noch. Krieg ich die hier vielleicht noch zusammen? 1, 2, 3, 4. Noch mehr. 4, 4, 4, 5, 6. 7, 8, ich hoffe es. 8, 9 und 10. Diese Waffe macht ihre Jawollo. Was brauchen wir? Okay, die Waffe jetzt auf Pack-a-Punch 1 verbessern. Das können wir ja ganz easy mal hier machen, ne? Machen wir Pack-a-Punch hier. Dann haben wir auch direkt einen Auftrag. Eskortieren. Kann man natürlich auch machen. Also man hat mehrere Möglichkeiten, diese Mission zu machen, wo man Zombies killen muss. Man kann den Eskortierenauftrag annehmen, man kann Exfil rufen. Durchhalten ist auch ganz gut. Ja, gibt also verschiedene Wege, ne? Ich habe mich jetzt für den Exfil entschieden und ja, eigentlich für eine dumme Variante. Ich hätte natürlich eine Mission dabei machen können, Eskortierenauftrag. Es ist mir jetzt gerade erst eingefallen, dass ich das auch machen kann. Ja, ich bin so aus der Materie einfach raus, weil wenn man die ganze Zeit nur noch ja eigentlich Bullshit in dem Spiel macht dann und immer nur das Gleiche, zum Beispiel nur den roten Wurm, ja, dann irgendwann ja, wird man weich in der Birne. Okay. Sie haben herausgefunden, wie die Pack-a-Punch funkt. Nun zeigen Sie unseren Terminus-Freunden, was eine Pack-a-Punch-Waffe anrichten kann. Zeige ich euch, auf jeden Fall. Müssen wir erstmal gucken, wo der Auftrag ist. Ah, ist ein bisschen schwach, ne? Ich habe keinen Bauplan bis jetzt. Okay, Einsatzteam, wir nähern uns fertig. Diese Waffe brauche ich. Gute Jagd. Diese Waffe brauche ich. Wo landet der da hinten? Einsatzteam. Okay. Eskortiert die Nazis vor, während er das Gebiet von Vortexen befreit. Oh Gott! Schwitze! Schwitzen Sie auch? Okay. Gut, aktivieren. Dann müsste ich ja die 50 Kills jetzt sehr, sehr schnell zusammenbekommen. Ja, 7 habe ich doch schon. Da kommen sie doch von alle. Mal Stufe 14. Krass, ey. Also das Leveln geht eigentlich, ne? Ich habe noch nicht mal so viel EP oder sowas drinne. Und dafür, dass ich hier, sag ich mal, relativ schleppend vorankomme, ist das eigentlich ganz gut. Von der Ausbeute her ist das auch okay. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen in der nächsten Runde. Darum geht es mir eigentlich, dass ich zumindest zu Beginn der Runde etwas habe, was mir so einen leichten Vorteil zumindest verschafft, damit es einen Ticken schneller geht.
Und irgendwann hat man eben Glück und findet diese bestimmte Baupläne, die man so braucht, so Backup-Punch oder sowas. Und dann läuft es so oder so flüssig. Ne? Die Anfangszeit ist immer so ein bisschen schwer. Oh, warte mal, den Affen kann ich schmeißen. Dann gehen sie ja alle dahin. Kann ich besser drauf schießen. Ja, erledigt. So schnell geht das. So, Mystery Box brauche ich als nächstes. Brauche ich eine Mystery Box direkt da. Ist das egal? Ja. Ich würde gerne jetzt einfach mal zur Mystery Box gehen. Ich weiß noch nicht, ob mein ACV das so lange aushält, bis ich dann da war. Ich glaube nämlich nicht. Ich mache die Mission einfach zu Ende und nehme dann die nächste an. Macht doch mehr Sinn. Schon allein für die Belohnung. Also die Leute, die wirklich auf Tarnungen immer so grinden, die müssen ja nur noch solche Aufträge eigentlich machen. Was das für ein Unterschied ist, ich für mich persönlich mache richtig viele HZ-Aufträge und alle anderen machen eher so, ja, so ACV, ne? Eskortieren-Auftrag und sowas. Weil hier eben viele Zombies aufploppen und ja, man eben viele Zombie-Abschüsse macht. Das braucht man ja für die Tarnungen, ne? So, geht's jetzt eigentlich noch weiter oder waren es schon drei? Ah, es geht weiter. Okay. Oh, Level 16. Gerade war ich drin auf 14. Komm, hau ich nochmal zum Schluss die BP rein. 15 Minuten. Oh, 30 Minuten und 50 Minuten habe ich auch noch. Ja, krass. Mach ich jetzt aber nicht. Lohnt nicht. 15 Minuten reichen vollkommen aus. Aus. Ja, Berg hochlaufen ist scheiße für die Zombies. Ich merke schon, die haben keinen Bock. Ah, hier ist Händler, okay. Ja, Muni wird hart werden. Ah, wobei, ich habe ja noch die MCW. Ist eh wurscht. Hoppa. Oh, eine Festung haben wir auch. Da kann ich vielleicht gleich mit der Waffe aus der Mystery Box reingehen. Wobei, ne, ich mach eine Mission. Macht keinen Sinn. Ich schwanke mal, ihr merkt selber, ich schwanke mal so hin und her, ne? Ich versuche mal zu gucken, was könnte man noch machen, was ist besser, was ist schlechter. Und ja, da muss man halt immer so abwägen, ne? Was mache ich jetzt? Erster Bauplan ist da. Das muss ich ja mal kurz teilen. Tauschen. Kasimir ist nämlich besser als der Affe. Der Affe braucht nämlich viel zu lange, bis ihr ihn aufgezogen habt und sowas. Dauert das viel zu lange. Das ist natürlich cool, dass alle Zombies da hinrennen. Und ja, aber Kasimir wirft sich schneller ab, zieht die Zombies ran. Meiner Meinung nach viel, viel besser. Könnt ihr aber selber mal gerne ausprobieren. Mystery Box. Ja, da kommt die Waffe weg. Okay, also irgendeine Waffe, ne? Ja. Okay, mal gucken, was es wird. Ein Glücksspiel, nicht? Aber man kann nicht gewinnen, ohne zu spielen. Mashallah. Was soll ich dazu sagen? Ja, easy. Geil. Machen wir einen Durchhalteauftrag mal. Let's go. Kann ich natürlich auch im Weg schon mal ein paar Zombies plätten. Miller hier.
Ja, ist das geil. Alle sind sicher, aber 16k habe ich auch schon. Ich, ja, Zone 3 wäre eigentlich möglich gewesen, so, ne? Mit den ganzen Perks, die ich habe und so. Aber jetzt habe ich mich doch irgendwie auf die Mission so ein bisschen fokussiert. Ich weiß es nicht. Also es ist halt so ein bisschen schwierig. Ich glaube, deswegen hängen manche Leute eben mit den Bauplänen hinterher, weil man sich einfach zu sehr vielleicht auf die Mission fokussiert. So habe ich jetzt zumindest das Gefühl. Weil, wie gesagt, ich hätte jetzt Zone 3 gehen können. Ich hätte da die ganze Zeit fahren können, wie ein Geisteskranker. Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber in Zone 1 gibt es auf jeden Fall noch einen Bauplan, definitiv. Todes-Sakira habe ich jetzt gefunden. Ich glaube, ich habe das jetzt leider nicht im Kopf, welche Baupläne das sind. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, welche Baupläne euch noch fehlen und wo ihr sie findet, also welche euch fehlen, das wisst ihr hoffentlich, aber wo ihr sie findet, findet ihr bei uns im Discord unter Bilder. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Link alles unten in der Beschreibung. Okay, durchhalten. Und dann, ja, sieht es mit der Zeit schon relativ schlecht aus, würde ich sagen. So, ich bleibe einfach mal hier stehen. Kommen wirklich sehr, sehr viele Höllenhunde hier rein. Oh, ist ja herrlich, wenn die nur von da hinten kommen. Das ist natürlich cool. Was ist denn die nächste Mission? Das würde mich mal interessieren. Ich habe das jetzt leider nicht im Kopf. Ich weiß auch, dass ich auf jeden Fall alle kontinuierlich durchziehen kann, die Mission. Na gut, kann ich nicht nehmen, ne? Ah, Konvoi soll immer. Theoretisch weiß ich noch, wo welche sind. Ich komme ja perfekt hierher, ey. Krass. Vorbei. Okay, das war wirklich eine magere Ausbeute. Jetzt schaue ich mal wegen dem Konvoi, denn der ist da hinten. Ich versuche das mal. Also wenn es noch keiner gemacht hat, kann ich den Konvoi theoretisch jetzt noch auslöschen. Und eine Festungskarte soll ich einfach nur besorgen. Danach die Mission ist dann wahrscheinlich die Festung einnehmen, ne? Habe ich hier irgendwo ein Auto? Ja, da. Oh, ich muss aber ein Stück laufen, ey. Gar keinen Bock. Also, mit einem Berserker ist das auf jeden Fall ein Traum. Also, ich bin jetzt endlich am Auto angekommen. Gefühlt eine Ewigkeit. Wäre jetzt bodenlos gewesen, wenn die Karre im Arsch gewesen wäre oder der Tank einfach leer. Ich habe so ein gutes Gefühl dabei jetzt mit dem Konvoi. Ich muss einfach nur alle Söldner eliminieren. Hier spricht Dobbs. Ich sehe Fahrzeuge von Terminus Outcomes, die in eurem Quadranten. Ja, wird uns sogar angesagt. Das ist ein schöner Tag für einen Hinterhalt. Sehr geil. Ja, ja, ja. Geil. Rein mit dem Kampf. Action to break. Ja, Waffenwechsel, ganz easy. Headshots verteilen, ganz easy. So, ist hier noch irgendwo einer? Festungskarte, hat einer von denen eine Festungskarte jetzt gedroppt? Da! Das gehört jetzt alles euch.
Aber die Kacke, die kann ich ja eh rausschmeißen, ne? Ja, pass auf, mach ich so. Egal. Söldner Festungskarte, ja, hab ich doch. Sie transportieren Ruhe-Ethereum. Wir müssen wissen, was Sie damit vorhaben. Was ist denn jetzt hier los? Beschaffe eine von den Söldner-Konvoi fallen gelassene Festungskarte. Hab ich doch. Wo ist das Problem? Oder hat hier einer noch eine Karte gedroppt? Zufälligerweise. Kann natürlich auch sein, dass es gleich als abgeschlossen gilt, wenn ich exfiltriere. Oder ich gehe mal zum Söldnerlager und schaue da mal eben nach, was sich so machen lässt. Vielleicht reicht es, wenn ich da die Söldnerfestungskarte rausnehme. Wie gesagt, kann natürlich auch sein, dass sobald ich das Game verlasse, dass das alles ja, abgehackt ist, ne? Ja, werfen wir mal direkt ein paar Granaten rein, ne? Ja. Aber ein bisschen laut sein hier. Irgendwo hinballern. Sehr schön. Oh, warte mal, eine langlebige. Nehme ich doch gerne mit. So, warte mal, wo ist denn, hier drinne? Ja, ist das so? Ja, pass auf. Hey. Zählt nicht. Söldner Konvoi fallen gelassene Festungsschlüsselkarte. Ja, habe ich doch. Aber ja gut, egal. Warte mal, schaffe ich noch in, wo ist die Zone? Wo ist die Zone? Wo ist die Zone? Da. Hackepunch ist wo? Da. Ich versuch's. Ich habe mir jetzt genügend Kohle. Also theoretisch bräuchte ich... Ja, 1000 noch. Dann kann ich meine legendäre Waffe auf Backup-Punch 3 bringen. Und dann kann ich noch ganz schnell eine Mission in Ruhe machen. Vielleicht habe ich ja Glück und bekomme hier auch direkt einen Bauplan mit raus. Wie gesagt, ich sage immer, die Zeit komplett ausnutzen hier bei MWZ. Hier kann man eigentlich nicht sterben. Eigentlich geht es nicht. Also, ich meine, wenn die Zone halt kommt, ne, dass man da irgendwie ein Exfil oder sowas verpasst. Eigentlich geht das ja nicht. Weil es sind ja keine anderen Operator, die einen aufhalten können. Man hält sich nur selber irgendwie auf, indem man blöd fährt oder so. Also wie ich erstmal hier lootet. Tja, das ist natürlich da hinten. Ein Stückchen muss ich auf jeden Fall laufen. Unterstützung habe ich. Ich habe noch Kasimir. Da oben ist es. Aber mir fehlt immer noch 1000. 1000 Essenz noch. Nee, ich glaube, ich krieg das. Ja, doch, ich müsste halt hier looten, ne? Ja, moin. Oh, moin. Oder ich punch einfach die MCW. Oder ich mach das mal eben so. Da ist noch eine Kasse. Da kommt auch ein scheiß Mimikam hinterhergelaufen. Ach du Scheiße. Hier ist eine Sackgasse.
Ja, ich könnte den roten Wurm machen. Drohnenturm ist hier für einen Stick. Alles da, alles am Start. Ach, warte mal, wurde hier schon gelootet? Natürlich wurde hier schon gelootet. Jo. Das reicht noch nicht aus. Aber mit der Waffe mache ich auch schon guten Schaden. Was könnte ich denn für einen Auftrag hier annehmen? Sporenkontrolle? Durchhalten nehme ich eben an. Das müsste ich schaffen in der Zeit. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Okay, was hat er vor? Ja, schaffe ich. Oder? Ich weiß es nicht. Ich will einfach mal gucken, ob ich jetzt einfach so in der letzten Minute einfach mal einen Bauplan bekomme. Einfach so mal. Ich habe keine Waffen mehr. Hat noch. Mein Team wollte ein Stufe 17. Ich hoffe, es geht allen gut. Was freigeschaltet? Visitenkarte wieder freigeschaltet. Das mit Ihrem Team tut mir sehr leid, Barrera. Aber das PNG sieht aus, als könnte ich ihn nur starten. So mal gesehen, wie jemand mit der Stimme ein Glas zerbricht. Leg los, schade. PNG. Einsatzteam. Sie haben Besuch. Werf eine Granate! Granate für Lau. Ach, die rennen nach draußen. Ja, ich sag mal so. Auch cool. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich lade nach. Oh shit. Moin, warum kommst du jetzt mit allen reingelaufen? Von hinten auch noch. Junge, Junge, Junge. Der Typ hat mir jetzt alle reingebracht. Oh, meine Energiemine, die muss unbedingt ab sein. Du Scheiße. Schwierig, Meister, schwierig, ganz schwierig. Einfach in den Kreis rennen jetzt. Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Die letzten 6 Sekunden. Die Zone ist auch unterwegs. Wie spannend ist das denn? Jawohl. Und alles geht kaputt. Bitte lass alles kaputt gehen. Einfach alles. Ja, moin. Dafür. Dafür. Wirklich. Danke, Team. Diese Daten sollten Barrera eine Weile egal. Machen wir noch einen Lieferauftrag hinterher. Zeit komplett ausnutzen hier. Darf nicht so lange jetzt hier herumballern. Ich muss einen Auftrag so schnell es geht annehmen. Und schon mal zur Tankstelle rennen. Die Söldner transportieren Waffen in einem Fahrzeug. Passt alles. Passt alles. Brech diese Garage auf. Wir wollen hier nicht rumhängen. Okay, wir müssen dafür eigentlich nur rüberfahren. Ich glaube, das ist sogar ein ganz guter Weg. Ja. Nee. Bist du noch vom Exfil entfernt? Ich könnte den... Kann ich den Exfil da wohl noch bekommen? Ich glaube nicht.
So, hier kann ich auch nicht lange fahren. Ich habe hier schlechte Erfahrungen gemacht, weil irgendwann kommt ein Tunnel, da kommt man mit dem JLTV gar nicht mehr durch. Und dann hängt man so krass da fest, dass man, ja, das einfach gar nichts mehr geht. Ich glaube, hier müssen wir hoch. Ja. Theoretisch könnte ich den X-Ray noch bekommen. Ich versuche es. Erstmal Lucky Lucky machen. Bullshit. Aber nur Bullshit. Selfie kann weg. Dann nehme ich hier einen Fall mit raus. Okay. Ab zum Excel. Komme ich hier hoch? Komme ich hier einfach so hier zwischen hoch? Ja, sicher. Das Spiel lässt natürlich diese Bugs zu. Was sonst? Nichts anderes erwartet. Oh, da kommt der Excel schon angeflogen. Knappes Dingen. Ja. Nee. Oh. Jetzt aber. Ja, ich komme. Ich bin gleich da. Scheiße, wenn die beide reingehen, dann ist das mit dem Timer richtig beschissen. Dann habe ich nämlich nur noch 5 Sekunden, sobald die drin sind. Ich komme. Da bin ich. Oh. Sehr geil. Easy Game. Voll ausgenutzt die Runde. Jesus Christ. Sehr geil. Ich hätte noch eine Mission machen können, aber das habe ich mir jetzt einfach gespart. Das war jetzt kacke genug, dass ich da nichts mehr großartig gefunden habe. Aber die Strände gehen weiter. Im Part 1 hatte ich einen Bauplan, jetzt im Part 2 habe ich einen Bauplan. Mal gucken, vielleicht habe ich ja von Part zu Part immer nur einen Bauplan. Wer weiß. Ja Leute, das soll es gewesen sein. Insgesamt 10 Aufträge erfüllt. Ein Auftrag mehr als im letzten Video. Aber wie gesagt, ich gehe bei den Videos gehe ich ganz entspannt vor. Das sind die Sachen, die ich jetzt exfiltriert habe. Wenn ihr wirklich hartes Gegrindet sehen wollt, dann schaut gerne bei den Livestreams vorbei. Montags, Mittwochs, Freitags und Sonntags ab 20 Uhr. Und ja, dann, wenn ihr schon dabei seid, auf jeden Fall auf dem Kanal vorbeischauen, gerne Like und Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, bis demnächst.